Weiter geht's bei Workers and Resources. Hier die Straße nach unten in Richtung Nerdy-Bostock. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das hier aussieht. Und wir haben in der Sonntagsfolge eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Das wollen wir heute nachziehen. Nämlich die Bevölkerungsstatistik angucken. Was für ein Frevel. Ich habe mich beim Bau von Dingen dazu verleiten lassen, das zu vergessen. Es tut mir ganz schrecklich leid. Das werden wir heute auf jeden Fall nachholen, damit wir natürlich auch wissen, was hier passiert. Aber jetzt genießen wir erst nochmal die Mitfahrt nach oben. Muss man schon sagen, das sieht echt schon faszinierend aus, ne, die Ecke. Wenn das hier irgendwann mal fertig ist, mit den vier Tunneln, die wir hier neben gezimmert haben. Zwei dicke Eisenbahntunnel, die beiden Straßentunnel hier. Und jetzt lassen wir das wirklich auch mal ein bisschen schneller laufen, damit die hier mal, damit das mal ein bisschen schneller gebaut wird. Hier, die Sachen sind dann fertig. Wahnsinn. Also ich freue mich darauf schon. Muss ich wirklich sagen. Und das, was wir jetzt, wie gesagt, machen, ist uns um das Thema Bevölkerungsstatistiken zu kümmern. Und da haben wir, ja, interessanterweise gar nicht so viel. Wir haben erstmal 4000 Geburten, 100 Fluchten. Das heißt, wir sind 1000 Leute im Plus. Richtig gute Nummer. Wir sind bei Einwanderern bei 895. Also da haben wir natürlich uns auch ein bisschen was reingeholt. Wir sind bei 18 Arbeitslosen. Ja, also auch dort, das ist halt krass. Also 18 Arbeitslose ist krass. 27, zumal wir hier nicht so viele Unternehmen haben. Aber wir haben natürlich enorme Baustellen. Ihr seht, da sind auch nur 19 Leute drin, da sind 10 Leute drin. Also da sollten halt deutlich mehr sein. Selbst hier sind die Anzahl der Polizeibeamten nicht so groß. Die Ärzte, das ist okay. Aber auch da Thema Bevölkerung. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon mal gezeigt. Da haben wir natürlich nach wie vor das Problem mit der Verschmutzung. Das werden wir nicht kurzfristig lösen können. Das ist auch das Thema, was ich schon mal gesagt habe. Langfristig will ich diesen Komplex hier natürlich wegreißen. Das hier kommt weg. Das ist aber so, keine Ahnung, was für die Zukunft. Ja, das ist das, was die Wirtschaftsplanungsingenieure der sowjetischen Regierung hier für uns für das Jahre 1970 und 80 geplant haben. Wenn unsere AKWs da hinten fertig sind und die Jekaterinburg fertig ist, dann werden wir die Abteilung hier wegreißen. Der Ölbrenner kommt weg und der wird nach hier unten verlagert, dass wir auch wirklich da keine Probleme haben. Dann werden wir hier noch weitere Wohngebäude hinsetzen und all so ein Kram. Das wird eine richtig schicke Stadt werden, aber das müssen wir natürlich auch erstmal machen. Also deswegen, wir haben hier auch noch genug Platz, das ist alles kein Thema, aber das muss natürlich auch erstmal alles fertig werden. Und warum überhaupt bin ich darauf gekommen, dass wir das vergessen haben? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben nämlich unsere Ziegelfabrik fertig. Leute, unsere Ziegelfabrik ist fertig und kann hier benutzt werden. Und damit ist der letzte große Part unserer Aufrüstung eigentlich abgeschlossen. Wir brauchen nämlich keine Ziegel mehr. Und wir können, insofern dieses Lager dann hier fertig ist und die Brücke fertig ist, das Ding hier komplett außer Betrieb setzen und dieses Lager sogar abreißen und wirklich alles aus internen Quellen holen. Die Platten hier. Wir haben hier oben die Ziegel dann und wir haben dann hier unsere Freilager mit den Brettern. Übrigens, da fährt gerade der Exportzug, mit dem können wir gleich mal eine Runde mitfahren, zur Grenze, wenn wir interessieren. Und dann ist eigentlich schon alles relativ, ja, was heißt relativ fertig? Nicht nur relativ, der ist dann fertig. Das freut mich. Das freut mich und dann kann unsere Bauindustrie hier aus den Vollen schöpfen. Und ich würde sagen, mit dem genehmigen wir uns auch nochmal eine Mitfahrt. Einmal nochmal drauf. Steuerung und G ist das Ganze ausblenden. Boah. Eieieiei. Also das sieht schon toll aus, ne? Also ohne Scheiß. Genauso habe ich mir das wirklich vorgestellt. Hier so eine schöne große Mauer. Es gibt bei uns in der Ecke wirklich Industriegebiete, die so aussehen, so einen kleinen Hügel hat und das dann so auf Stufen gebaut ist. Ich wohne ja in einem hügeligen Gebiet und das ist schon schick.
Da geht's einmal hoch. Da unten im Tal sind die nächsten drinne. Ah, herrlich. Kommt einem gleich vor wie zu Hause. Okay, das ist jetzt wahrlich etwas schnell. Bin ich ein Drehwurm? Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Was ist denn das? Eieieiei. Muss ich vielleicht irgendwann nochmal ran. Das müssen wir vielleicht irgendwann nochmal reparieren. Und ab geht es zur Grenze. Okay, das machen wir dann vielleicht irgendwann nochmal. Das war mir jetzt echt ein bisschen schwer. Was ist das denn hier, ey? Das sieht ja doof aus. Ah, da ist eine Brücke drüber. Da können wir jetzt nichts mehr machen. Nun gut. Doof gelaufen. Also, jetzt werden wir erstmal den hier in Betrieb nehmen. Und der braucht was? 75 Leute? Wow. Wo soll ich den ganzen Leute hernehmen, sag mal? Ich hatte ja überlegt, zusammen mit dem Zementwerk hier was zu bauen. Wir werden das nochmal versuchen. Vielleicht ist ja heute das Spiel ein bisschen gnädiger. Oder es gab irgendein Update, von dem ich nichts mitbekommen habe. Ich versuche was mal da lang. Da, vielleicht so stückchenweise. Das klappt leider auch nicht. Es sollte aber irgendwie möglich sein, da irgendwie rauszukommen. Es geht echt nicht. Wir haben hier echt... Ja, das ist natürlich schon eine harte Ecke hier, ne? Da kann man auch nichts mehr machen. Oder vielleicht hier vorne. Aber das lässt das Spiel eigentlich nicht zu, dass wir da was machen. Nee. Nee, leider nicht. Vielleicht noch ein bisschen flacher werden da. Nee. Da ist was. Ah, vielleicht haben wir doch Glück. Nee. Nee, das wird leider nichts. Ja, schade. Okay, gut, dann müssen wir das hier echt manuell machen. Ich würde sogar dazu neigen, dass wir dazu ihn hier oben nehmen und hier wirklich auch sagen, dass dort Arbeiter halten sollen. Denn ansonsten wird das hier auch echt zu viel. Also das wird ansonsten echt zu viel. Und dann nehmen wir uns mal einen schönen Bus. Und gucken wir mal, was wir da für einen haben. Idealerweise so mit 50, 60 Leuten. Ja, 60. Der Zill 158. Der gefällt mir. 3 Stück bitte. Obwohl wir erstmal nur 2 einsetzen werden. Dann müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Von dort los. Da in die Ziegelfabrik hinein bitte. Dort wird entladen. Da oben wird bitte beladen. Genau. Dann einmal auf die Route bitte. So, das ist der Bus zur Ziegelfabrik Stratingrad. Bus Nerdivostok. Ziegelfabrik. Gut, einmal speichern. Und das werden wir einmal auf das zweite Fahrzeug übertragen. Und ich habe natürlich das Wichtigste vergessen. Ich habe natürlich den Busstopp hier vergessen. Obwohl der auch schon relativ voll ist, ne? Wir machen das mal anders. Wir werden in der Linie hier die Linienabstände berechnen. Und die Linienabstände nehmen. Und dann schicken wir die beiden Fahrzeuge einmal los. Und das... Die mitfahren, die wollen wir uns jetzt wirklich nochmal angucken. So, wo bist du gerade? Oh, er fährt gerade los. Das wollen wir uns dann nochmal genehmigen, einmal durch die Stadt zu fahren. Und das bitte auch in langsamer Geschwindigkeit. Denn das ist eine komplett neue Ecke, die wir uns noch ganz, ganz selten angeguckt haben. Einmal nach oben zum Arbeiterviertel. Und von dort aus dann einmal zur Ziegelfabrik. Ich freue mich. So, was haben wir dort? Das ist... Jetzt muss ich auch mal gucken, in welche Richtung wir fahren. Ah, das ist der Kreisverkehr. Ach, der, wo fährt der denn lang? Ach, da. Ah, er fährt... Okay. Wo macht er denn da? Tanken?
Kann das sein, dass er erst tanken fährt? Ja, klar, natürlich. Da hinten zur Minola. Ja. Der fährt tanken. Ja, na klar. So, und einmal wieder zurück. Er hat übrigens auch in die Kommentare geschrieben, Kreisverkehre, ja, das geht momentan in Workers nicht so gut. Das ist richtig, das geht in anderen Spielen besser. Aber wir sind halt auch noch in der Beta-Phase. Es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Da würde ich mir auch wünschen, wenn es so Gameplay-verbessernde Mods demnächst gibt bei Workers and Resources, ähnlich wie in City Skylines. Das wäre ziemlich nice. Ja, die warten doch noch ziemlich lange. Also, die Lücken sind noch sehr klein, die da brauchen. Ja, dadurch kommt natürlich auch dieses Problem zustande. Ne? So. Wenn man da lang, da fährt die Walze. Junger Mann. Wir haben Vorfahrt. So, links vorbei, bitte. Links vorbei. Du musst doch schon so gleich abbiegen. Was soll denn das? Hallo? Hallo? Was ist hier los? Ach du grüne Neune, ey. Das ist ja der Hammer. Welcher Bus war das jetzt? Der hier, ne? Oder? Ne, Moment, stopp. Nicht, dass wir den falschen Bus nehmen. Der war das. Meine Herren, jetzt stehen wir hier auch noch im Stau. Das gibt's doch nicht. Wirklich immer millimeterweise vorbei. Oh Mann, Leute. Stausimulator 2.0. Willkommen bei Workers and Resources Stausimulator. Start-Stop-Automatik haben sie übrigens auch schon. Sehr angenehm. Oh! Eineige Zwillinge. Schön. Also wenn ich diesen Ausblick sehe, hinten mit dieser Brücke da dran, das ist schon echt cool gemacht. Ach, schön. Und da werden unsere Leute eingeladen. Da stehen sie jetzt und warten auf die Ziegelfabrik. Kommt rein, meine Lieben. Kommt hinein und da fahren wir jetzt hinten rum. Zum ersten Mal, glaube ich, dass wir diese Strecke fahren, oder? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. So oft sind wir die noch nicht gefahren. Boah, ist schon schick von hier hinten, oder? Die kleine Universität mit dem Kiosk. Dann die große Polizeizentrale. Gott, das fällt aber auch voll aus dem Schema. Also da muss ich mal gucken, ob ich da ein schickes Mod-Gebäude finde. Und das irgendwann nochmal umbauen. Aber das ist ja mal überall. Das passiert mal überhaupt nicht. So. Den Gärtner müssen wir entlassen. Also, das geht ja mal gar nicht. Da war Rasen auf der Straße. Was machen die denn da? Die gehen ins Heizkraftwerk. Ja, ich erinnere mich. So, Vollgas. Schon sehr interessant, ne? Alles über die Förderbänder gebaut, die Stromleitungen. Also die Stromleitungen bleiben bei uns überirdisch, ganz ehrlich. Wenn wir die auch noch nach unten verlegen, dann wird das ein Heidenchaos. Und ihr hattet ja auch geschrieben, denk doch mal dran, Nerd, du brauchst auch noch Straßenbahnen. Kommt in den nächsten Update, Straßenbahnen und U-Bahnen. Das müssen wir definitiv auch einplanen alles. Aber, ja, was soll ich sagen? Wenn wir jetzt die Leitung auch noch oberirdisch, unterirdisch machen, die ganzen Stromleitungen, dann kriegen wir die definitiv nicht die Kapazitäten dahin. So, einmal geradeaus. Oh Gott, ist das eine Piste, ey. Da oben ist der Bruchstein. Köpfe einziehen. Ein bisschen knapp geworden. Das ist eine Straße hier vorne. Ich sag's euch. So, einmal in die Ziegelfabrik bitte. Und dann geht das hier los. Das ist auch schon faszinierend. Das Industriegebiet mit seinen welligen Straßen. Das hat so ein bisschen Charme, finde ich. Ach, ist das schön. Mir gefällt's. So, und da sind unsere Leute, ihr Lieben.
Die ersten 8 Arbeiter, die hier Ziegel produzieren, ein Träumchen, ein Träumchen. Das bedeutet, wir werden bitte... jetzt müssen wir mal gucken. Also, er holt bitte keine Ziegel mehr. Ausschließlich Stahl entlädt auch entsprechend keine Ziegel mehr. Er macht dafür keinen Stahl mehr. Das fliegt raus. Eisenbahn fliegt auch raus. Er kümmert sich rein um Stahl. Entlädt das am Eisenbahnbauamt. Ja, genau. Und lädt bitte auch Ziegel ein. Und entlädt die am Eisenbahnbauamt. Ist schon zugewiesen? Ja, passt. Und Bretter bitte auch. Gut. Dann haben wir einmal das bitte. So. Also, er macht alles so ein bisschen. Die eiligende Wollmilchsau. Erst Einkauf 2. Er kümmert sich erstmal nur um Elektronik. Das müssen wir irgendwann nochmal vernünftig hin und her basteln. Also, da kriegen wir jetzt Ziegel. Das bedeutet, dass wir unsere Konstruktionsbüros Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und der dürfte eigentlich nichts haben, aber wir machen es trotzdem. Nummer 4 jetzt einmal entsprechend umbauen, dass bitte die Ziegel dort abgeholt werden. Also, bitte einmal Ziegel, ist nicht zugewiesen, interessiert uns also nicht. Einmal Ziegel bitte von dort. Einmal Ziegel bitte von dort. Und einmal Kiesquelle ist leer, was? Ziegel bitte von dort. Die Kiesquelle ist leer. Nein. Habe ich mich... Oh, Leute. Da habe ich mich vertan. So, die Kiesquelle ist leer. Das offene Lager ist ohne Steine. Die Quelle der Arbeiter ist leer. Gut, das ist egal. Kies, Asphalt in der Asphaltanlage passt. Beton haben wir. Stahl haben wir. Ziegelsteine haben wir. Fertigpaneele haben wir. Bretter haben wir. Oh, da muss ich jetzt die anderen, da müssen wir die anderen nochmal durchgehen. Nicht, dass wir hier entsprechend gleiche Probleme haben. So, Kies aus dem Rohstofflager passt. Asphalt, Beton, Stahl passt auch. Ziegel passen. Okay, das sieht gut aus. Hier auch, das war anscheinend nur der eine. Ah, das ist natürlich ärgerlich, ne? Und dann gerade der größte. Ah, doof. Das war natürlich ein ärgerlicher Fehler. So, dann haben wir ihn hier. Und dann schmeißen wir die Ziegel hier raus. Und dann ist das erstmal unser Stahllager. Sehr schön. Gut. Dann haben wir übrigens damit auch den nächsten großen Meilenstein erreicht, dass wir unabhängiger werden. Was heißt das? Unabhängiger heißt in dem Fall natürlich, wir gehen mal in den letzten Monat, dass wir eingekauft haben 3000 Ziegel und das fällt natürlich jetzt auch weg. Was ganz klar ist, hier wird sich erstmal nichts ändern. Ne? Also wir werden Alkohol, Elektronik, Kleidung, Fleisch, Chemikalien, Essen und Stahl. Das werden wir auch weiterhin einkaufen müssen. Da werden wir natürlich in den nächsten Folgen, Wochen, Monaten hart dran arbeiten. Die Pläne kennt ihr ja alle. Das wird aber mit Sicherheit noch eine ganze Weile dauern. Jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Leute, die Brücke ist ja auch schon fast fertig hier. Sehr schick. Wie sieht es da aus? Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Ich hatte übrigens überlegt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das fertig bauen lassen. Das sind jeweils 300.000 Euro. Bei denen, das braucht man nicht direkt, das kann gemacht werden. Das wäre 1 Million. Aber hier sind wir so bei 700.000. Das haben wir locker auf Lager. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr das fertig bauen lassen wollt, ja oder nein. Die nächsten Aufnahmen mache ich in knapp einer Woche. Die nächsten 4 Folgen. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und hier, Leute, das wird auch schon
Meine Herren, das sind wir auch schon ganz schön weit hier. Wir können das auch bald in Betrieb nehmen. Haben wir hier schon... Genau, da haben wir den Einzug verboten. Ja, da haben wir noch nicht angefangen. Das ist nicht schlimm. Das müssen wir noch machen. Boah, das ist auch schon fertig. Ist das schick. Wow. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Das ist ja eine tolle Straße. Mega. Dann hier lang zu unserem Zoo. Sehr, sehr. Also das sieht echt gut aus. Da freue ich mich, wenn der fertig ist. Einmal unser großer Zirkus und dann unser kleiner Zoo, dass wir uns da wirklich auch ein bisschen vergnügen können. Das ist mir auch doch nochmal wichtig gewesen. Und dann hattet ihr auch gesagt, Mensch, Nerd, denk doch mal über eine Straßenbahnlinie nach. Das habe ich tatsächlich gemacht. Deswegen hatte ich glaube, in der Folge von Sonntag war es, euch so ein bisschen hier die Pläne dargelegt, wie ich mir das grundsätzlich hier vorstelle. Also, grundsätzlich stelle ich mir das so vor, dass wir den irgendwann wieder wegmachen und dass wir die Doppelstraße hier hochziehen. Dann könnte man überlegen, dass man hier mit einem großen Kreisverkehr das Ganze macht, aber das wird wahrscheinlich langfristig irgendwann wieder wegfliegen. Das ist wirklich so eine Umbaumaßnahme, die irgendwann in 20 Jahren kommt, wenn das hier weg ist. Keine Ahnung, 100, 150 Folgen noch, weiß ich nicht. Also da wird hier hinten die meisten Sachen auch schon fertig sein, da wird das gemacht. Dann sollen die Straßen hier hochgehen, es sei denn, uns fällt gemeinsam noch was Besseres ein. Und dann geht auf dieser Straße eine Straßenbahnlinie lang, die ihr dann idealerweise hier rumgeht, hier hinten vielleicht zurück und dann hier wirklich im Kreis fährt, sodass wir dann über eine Zuglinie, die wir dann hier anschließen, auch hier hinten die ganzen Gebäude versorgen können. Das ist mit Sicherheit eine schicke Ecke. Und was wir jetzt auch nochmal beobachten werden, ist überhaupt nicht der Traffic. Das heißt, der müsste ja grundsätzlich hier lang gehen, hier über diese Straße gehen, hier lang und dann hier hinten rein. So, und das müssen wir mit der Straßenbahn und der U-Bahn natürlich auch ein bisschen rauskriegen, das Ganze, dass wir hier die Anzahl der Fahrzeuge, die wir hier haben, einfach natürlich auch massiv verringern. Ne? Das ist schon wichtig. Haben wir das jetzt eigentlich hier auch zum Bau fortsetzen gemacht? Nee, ne? Ist das jetzt hier im Bau? Ist kein Bau im Zug? Achso, weil das noch nicht fertig ist. Wieso ist das denn kein Bauern zugeordnet? Ja, die Vostok-Baggerstraße Gebäude, das hat jetzt welche. Genau, jetzt ist es zugeordnet, weil das ist dann nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch Kohle verkaufen können. Ja, genau. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, dass wir den erstmal nicht nutzen werden. Solange wir keinen Dollars verdienen, werden wir das erstmal nicht nutzen. Was ich übrigens auch nochmal gerne mit euch versuchen möchte, und da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das klappt, das ist jetzt so ein bisschen cheesy, aber das werden wir jetzt mal gemeinsam testen, ob das geht. Das ist eine Idee, die ich mal mit ein paar Usern bei mir im Discord diskutiert habe. Also da könnt ihr auch gerne mal online kommen. Das wird jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen Geld kosten, um uns möglicherweise ein paar Dollar zu verdienen. Wir stellen jetzt einfach mal hier vorne ein Windrad hin und das produziert ja, also wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wie viel das produziert. So. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir stellen das mal dahin, außerhalb der Kartengrenze. Mhm. Zack. Das werden wir auch mal bauen. Das sind 8000, das ist okay. So. Leitung dahin bitte. Zack. Und dann einmal Exportmodus. Boah, ganz so viel wird es wahrscheinlich nicht werden. Wie viel Leistung haben wir hier? 0,1 Megawatt. Okay. Das ist also jetzt doch ein bisschen. Vielleicht gehen wir dann doch mal so in die Richtung. Da haben wir jetzt 88 Kilovolt. Dann müssten wir da wahrscheinlich ein paar mehr Windräder bauen. Das können wir mal versuchen. Wenn wir hier hinten... Das ist wirklich nur ein Experiment, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wenn wir jetzt so ein Ding da hinsetzen und uns hier so große Windkrafträder... 1, 2,
3 daran setzen. Daran, daran und daran. Der geht daran. Jetzt gucken wir mal, wenn wir das bauen, A, wie viel das kostet und B, was uns das im Endeffekt bringen wird. Das wollte ich jetzt mit Rubel bauen, bitte. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das kostet. Na, es geht. Es geht, es geht, es geht. Bleiben wir auf 2 Millionen. Na, es kostet ein bisschen mehr. So, die Räder drehen sich. Das ist echt nicht, das ist echt nicht viel, ne? Gebäude ist ohne Stromversorgung. Müssen wir jetzt echt kurz was importieren, damit wir was exportieren können? Nee. 0,2. So, dann gucken wir mal. Ah, das ist echt nicht allzu viel. Wir können hier importieren, aber nicht. Wir wollen weiterhin exportieren. Wir bauen noch ein paar von den Dingern dahin. Die sind jetzt wirklich nicht so teuer. Und jetzt wird mit Sicherheit einer in den Kommentaren schreiben, aber was ist denn, wenn die brennen? Ja, dann ist es so. So, einmal die noch bitte. Daran, daran, da, daran. Habe ich das denn verbunden? Ich glaube ja, ne? Daran bitte einmal alles mit Dollar bauen. Und die bitte auch. Nicht Dollar, mit Rubel natürlich. So, jetzt geben wir ein bisschen Rubel aus, um Dollar zu verdienen. Gucken wir, auf wie viel wir jetzt kommen. Jetzt sind wir auf, zumindest auf 0,5. Na, guck. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Wir verdienen damit wirklich Geld, auch wenn es wenig ist. Aber mühsam jetzt das Eichhörnchen. 0,1 Megawattstunde wird jetzt hier produziert. Und wenn der Wind richtig weht, dann sollte das auch hier funktionieren. Ja, wunderbar. Wenn es brennt, dann bauen wir es halt wieder auf. Da mache ich mir jetzt also wenig Sorgen. Wir gucken nochmal hier rein. Wir sind bei... Das ist spannend. Achso, das sind direkt ein Transformator hier. Ja, alles klar. Also wir sind bei 1,3 Megawatt, die wir hier produzieren. Und knapp 80 Kilovolt. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber hey. Ihr seht's, langsam steigt es. Und wenn wir irgendwann genug haben, dann kaufen wir uns davon ein Zementlaster. Und ein paar Zementzüge und dann passt das. Wir haben jetzt hier irgendwie 100.000 ausgegeben. Und das dreht sich jetzt so langsam vor sich hin. Das Schöne ist, das ist eine Möglichkeit, wie ihr Geld verdienen könnt, ohne dass ihr dafür irgendwas machen müsst. Das heißt, wir können das jetzt hier laufen lassen. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre tagsüber. Es gibt ja auch Solarkraftwerke. Also wirklich tagsüber. Wo haben wir es denn? Dort. Hier so ein Solarkraftwerk bauen. Aber die Dinger sind schon ganz schön teuer, ne? Ein was? Ein bitte ein was? Ein Zapo... Ist das ein Atomreaktor? Ja. Der ist hier falsch eingeordnet. Das ist die regenerative Energie. Der müsste eigentlich hier mit rein. Sehr hübsch. Den können wir auch bei Zeit mal bauen. Aber das ist was anderes. Wir könnten auch noch den hier bauen. Aber das ist dann wirklich zu viel des Guten. Weil der ist wirklich ganz schön teuer. Aber der produziert noch mehr. Aber das ist schon ganz schick. Ja, das sieht gut aus. Und wir verdienen damit jetzt tatsächlich Dollars. So, also auch das funktioniert. Verkaufen wir billigen Windstrom. In den Westen. Damit wir ein paar Dollars verdienen, damit wir dann darüber unseren Zementwagen kaufen können, um hier unseren Zement wiederum in den Osten zu verkaufen, damit wir größer werden. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.